Tag, meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Abendveranstaltung. Sie haben den Titel gesehen, Karriere, Köpfe und Kultur. Kultur ist am dickesten gedruckt, das ist kein Zufall, aber auch Karriere und Köpfe spielen eine Rolle. Wir sind hier an der Leibniz-Universität Hannover und wir nehmen diesen Titel Leibniz-Universität Hannover sehr ernst. Dass wir eine Universität sein wollen, ist klar. Wir lehren und forschen. Wir sind mit Hannover, mit der Stadt und der Region verbunden. Und wir nehmen den Namen Leibniz, das ist nicht ein bloßer PR-Gag, sondern wir nehmen diesen Titel ernst, weil wir in der Breite, in der Leibniz gewirkt hat, auch hier wirken wollen. Vielleicht weniger als Politiker, was Leibniz ja auch so ein bisschen war, aber jedenfalls in den Kernfächern, in denen Leibniz aktiv war. Und zu denen gehören natürlich neben Mathematik und Philosophie auch die Geisteswissenschaften, die Kulturwissenschaften. Leibniz war ja auch ein großer Historiker. Und das ist das, was wir hier in dieser Reihe besonders jetzt pflegen, dass wir Ihnen Leute vorstellen, Köpfe vorstellen, die haben übrigens auch Herzen und Körper, die Karrieren gemacht haben und mit Kultur verbunden sind. Und der Herr, der hier neben mir steht, das ist Herr Werren, der ist unser heutiger Gast. Er arbeitet, wie Sie wahrscheinlich schon erschlossen haben, an der Stiftung Niedersachsen. Jetzt sage ich noch ein Wort zu mir, das ist aber auch dann alles. Ich bin mit der Stiftung Niedersachsen vor ziemlich genau 25 Jahren in Berührung gekommen. Da gab es diesen berühmten Kongress Geist und Natur. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen dort war, war im Mai 1988. Noch heute ist der Spiegelartikel, den es dazu gegeben hat, auf dem Internet herunterladbar. Und dort war ich damals sogar als Hauptreferenz, war mein zweiter Aufenthalt in der Landeshauptstadt hier, nach meinem ersten 1966 und habe einen Vortrag gehalten, mein damals weitaus größter Vortrag, 1500 Leute am Pfingstmontag im Kuppelsaal. So, da habe ich die Stiftung Niedersachsen natürlich schätzen gelernt, denn mein Honorar war damals 1500 Mark und das war doch für einen jüngeren Mann wie mich eine große Sache. Werden wir mal sehen, wie viel Geld die Stiftung Niedersachsen heute noch für mich und ähnliche Leute ausgibt und für die Kultur. Zu Herrn Werren sage ich Ihnen jetzt gar nichts, denn es ist Teil dieser Veranstaltung, dass Herr Werren sich selber vorstellt, wie er Karriere gemacht hat, wie er heute zur Kultur beiträgt. Herr Werren, es ist schön, dass Sie gekommen sind, freut mich sehr. Die Stiftung Niedersachsen ist vielleicht nicht so fürchterlich bekannt, wie sie vielleicht bekannt sein sollte. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, mehr davon kennenzulernen. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, das wird sich morgen geändert haben. Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung in diese, wie ich finde, originelle Vortragsreihe, in der Sie etwas zu hören hoffen, welche Art Leben oder auch Lebensart Menschen zu einer gewissen Karriere geführt haben. Rezepte kann ich Ihnen nicht verraten. Sie werden Elemente finden, die Nachahmung sinnvoll erscheinen lassen. Welche müssten Sie dann herausfinden? Eine Karriere kann man, glaube ich, nicht planen. Oder man wird heftig enttäuscht, wie Sie noch hören werden. Man muss akzeptieren, dass vieles im Leben vom Glück, meinetwegen des Tüchtigen, abhängt, zur richtigen Zeit das Richtige am richtigen Ort getan zu haben. Was garantiert hilft, ist die eigene und feste Überzeugung, dass der Mensch empfindliche Antennen dafür hat, genau diesen Augenblick richtig aufzunehmen. Übrigens, dieses wenig charmante Zitat, dass Sie der Veranstaltung zugeordnet haben. Ich weiß nicht, wer die Verantwortung trifft. Über dieses Zitat möchte ich großzügig hinwegsehen. Hier steht, wenn die Sonne der Kultur tief steht, werfen selbst die Zwerge langen Schatten. Das hat der Karl Kraus gesagt. Also ich möchte nicht, dass Sie das meiner Person zuordnen. Mit 1,81 bin ich auch außerhalb der Zwergenpopulation. Dies vorausgeschickt. Mein Leben begann am 10. Mai 1948 im rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach, wo meine Eltern ein Weingut besaßen. Zu einer der noch immer lebendigen Erinnerungen gehört, wie ich in der Erntezeit auf dem Hof unserer Kellerei mit meinem ein Jahr jüngeren Bruder über dem Rand eines Mostfasses zu hängen pflegte und wir tranken, indem wir unsere Gesichter unmittelbar in das süße Nass tauchten. Entsprechend kreisrund klebrig kamen wir dann vom Spielen, vom Hof. Bei diesem Einstieg in das Thema könnte man denken, dass hier der Beginn einer
önologischen Karriere programmiert worden sei. Allerdings entschied sich mein Vater, der nur wenige Jahre zuvor als 25-jähriger Hauptmann aus dem Zweiten Weltkrieg heimgekehrt war, trotz einiger Semester, die er auf der Weinbaulehr- und Versuchsanstalt in Bad Kreuznach zugebracht hatte, das seit Generationen im Familienbesitz befindliche Weingut doch nicht weiterzuführen, sondern 1956 in die neu gegründete Bundeswehr einzutreten. Diese Entscheidung führte dazu, dass unsere Familie in der Folgezeit an verschiedenen Standorten in Deutschland und im NATO-Ausland lebte, an die der Vater versetzt worden war. Ein insgesamt glücklicher Umstand, den mein Bruder und meine 1955 geborene Schwester immer als Bereicherung empfanden und damit den Satz widerlegt fanden, dass der Vater versetzt, die Kinder aber sitzen geblieben waren. Die Schulausbildung folgte damals noch Vorstellungen, die heute als pädagogisch steinzeitlich gelten. In Rheinland-Pfalz gab es zu meiner Grundschulzeit noch die Volksschulen, oftmals streng konfessionell voneinander abgegrenzt. Ich selbst kam auf eine sogenannte Simultanschule, wo nicht nur die Geschlechter, sondern auch die Konfessionen durcheinander erzogen wurden, was viele Zeitgenossen damals mit Argwohn und Skepsis betrachteten. Als ich im Oktober 1966, knapp 18-jährig, das Abitur in Bonn machte, hatte ich, der seinerzeit an Ostern noch als Fünfjähriger eingeschult wurde, durch die weisen Schulreformen dieser Jahre in den verschiedenen Bundesländern zwei Kurzschuljahre die Schulzeit für mich verkürzend nutzen können. Anders als mein jüngerer Bruder, der insoweit seinem väterlichen Karrierevorbild folgte und Berufssoldat geworden ist, wenn auch nicht wie der Vater General, kam für mich eine Laufbahn in der Bundeswehr nicht in Betracht, aber dass ich freiwillig für 2 Jahre zur Bundeswehr ging, um wenigstens eine Ausbildung zum Reserveoffizier zu durchlaufen, galt als mein innerfamiliärer Friedensbeitrag. Im Juni 1965, ich war gerade 17 Jahre alt geworden, war meine Mutter gestorben. Die Familie war auch räumlich in einer schwierigen Situation. Die Schwester war noch nicht 10, der Bruder 16. Die Familie lebte in Koblenz, der Vater war nach Bonn versetzt worden und hatte dort im Verteidigungsministerium seinen Dienst schon angetreten. Und der älteste Sohn, der auf der Zielgeraden zum Abitur nicht mehr beliebig die Schule wechseln sollte, war mit dem Vater zusammen in ein Einzimmer-Apartment nach Bonn gezogen. Als schließlich ein Jahr nach dem Tod der Mutter das noch gemeinsam mit ihr geplante und auf dem Papier eingerichtete Haus in der Nähe von Bonn bezogen wurde, konnte die Familie wieder vereinigt werden. Damit war auch eine Voraussetzung für meinen Plan gegeben, die Zeit zwischen Abitur und Dienstantritt bei der Bundeswehr durch eine längere Auslandsreise zu nutzen. Mit einem Frachtschiff der Reederei Egon Oldendorf fuhr ich 13 Tage von Rotterdam Richtung Golf von Mexiko als Zielhafen. Jetzt leer über den Atlantik fahrenden Stückgutfrachters wurde unterwegs New Orleans bestimmt. Als an Bord hatte ich unter den 12 Passagieren einen jungen Amerikaner kennengelernt, der praktischerweise sein in Deutschland gekauftes VW Cabriolet mitführte, das auf dem Schiffsdeck einen sicheren Platz gefunden hatte. Dieser Mann nahm mich dann die 3000 Meilen quer durch Texas und Arizona mit nach Santa Monica, einem Stadtteil von Los Angeles, wo ich bis zum März 1967 bei amerikanischen Freunden wohnen konnte. Mein Gastgeber war als Verbindungsoffizier der Amerikaner zu den deutschen Truppen seinerzeit nach Deutschland versetzt worden, hatte sich mit meinen Eltern angefreundet. Von dieser Freundschaft konnte ich in ungewöhnlicher Weise profitieren. Man gab mir nicht nur Gelegenheit, dort weiterhin Geigenunterricht zu nehmen. Die Musik hatte sich zu einem wichtigen Hobby herausgebildet und ich hatte es schon zur Mitgliedschaft im ersten europäischen Jugendorchester gebracht, sondern ich konnte auch einen Gasthörerkurs an der renommierten UCLA in Political Sciences belegen und dabei viel über die damals oft recht naiv und ahnungslos anmutende Sichtweise der Amerikaner auf Europa lernen, was mir für weitere USA-Reisen in der Folgezeit immer hilfreich war. Die Bundeswehrzeit beendete ich als Oberleutnant der Reserve. Ich hatte im Anschluss an die aktive Zeit insgesamt noch 7 Wehrübungen absolviert, darunter eine 3-monatige Ausbildung
beim Bundessprachenamt in Hürth, wo ich, übrigens zusätzlich gut bezahlt, gedachte, meine Kenntnisse in Französisch zu perfektionieren. Es war für mich nämlich seit meinem 14. Lebensjahr feststehendes Berufsziel, in den Auswärtigen Dienst einzutreten. Und da würden Sprachkenntnisse sicherlich hilfreich sein. Für das Englische hatte ich ja zuvor Sorge getragen. Zuvor aber wollte ich Rechts- und Staatswissenschaften studieren. Dafür bot sich die nahe, wenn auch eher langweilige, Universität Bonn an, wo ich von Anfang bis Ende studierte. Wichtigstes Ereignis während der Studienzeit war wohl meine Eheschließung im Jahr 1972. Diese Ehe dauert im 41. Jahr an. Hier steht eigentlich Applaus oder sowas. Nach dem ersten Staatsexamen erwies sich freilich mein Versuch, in den Auswärtigen Dienst einzutreten, leider als Illusion. Ich hatte zwar noch meine MOB-Einplanung in den Militärattaché-Stab Brüssel irgendwie hingekriegt und schon deswegen darauf gebaut, dadurch leichter im Auswärtigen Dienst aufgenommen zu werden. Indessen bin ich in der letzten von drei Runden eines eindrucksvollen Auswahlverfahrens in der Ausbildungsstätte des Auswärtigen Amtes in Bonn-Ippendorf aus dem Wettbewerb geflogen. Darüber war ich mindestens ein Jahr lang am Boden zerstört. Zunächst, weil mein Herzenswunsch unerreichbar schien und zweitens, weil ich nun doch die Referendarausbildung und das zweite Staatsexamen würde absolvieren müssen, was mir damals eigentlich nicht passte. In der heutigen Rückschau glaube ich, dass das Schicksal hier eher eine gute Wende genommen hatte. Im Jahr 1969 war ich der FDP beigetreten, einer Partei, die sich dem jungen und politisch interessierten Menschen, zumal in ihrer sozialliberal ausgeprägten Orientierung, als attraktiv darstellte. Durch meine Arbeit in verschiedenen Gremien erhielt ich früh Kontakt zu Abgeordneten der Landtagsfraktion und schließlich das Angebot im Nordrhein-Westfälischen Landtag in Düsseldorf als wissenschaftlicher Assistent in der FDP-Fraktion eine berufliche Perspektive zu finden. Meinem ersten Arbeitgeber bin ich ausgesprochen dankbar, dass er in den Arbeitsvertrag eine Klausel aufgenommen hat, die seine Wirksamkeit ausdrücklich vom erfolgreich abgelegten zweiten juristischen Staatsexamen abhängig machte. Man hatte mich wohl hinsichtlich meiner Zurückhaltung gegenüber allzu viel Juristerei rechtzeitig durchschaut. So hatte ich, als ich das zweite Staatsexamen 1977 vor dem OLG Köln ablegte, bereits einen Arbeitsvertrag in der Tasche. Ein Zustand, um den mich mein Sohn Sebastian in vergleichbarer Situation 30 Jahre später durchaus beneidete. Als Parlamentsknecht, wie ich meine Arbeit im Düsseldorfer Landtag bald nannte, hatte ich ausgesprochen vielfältige Aufgaben. Insbesondere waren drei Landtagsausschüsse sachlich und persönlich zu betreuen. Ich muss vielleicht die Besonderheit gegenüber anderen Länderparlamenten erläutern. Hier durften auch die Mitarbeiter der Fraktionen in den Ausschusssitzungen mitreden und mitberaten. Für Abstimmungen indessen musste ein Abgeordneter herbeigerufen werden. Die FDP-Fraktion war wie immer und überall eine kleine Fraktion. Deswegen konnten die nicht überall mitreden. Die Abgeordneten, meine ich. Zuständig war ich für den Ausschuss für Landesplanung und Verwaltungsreform, den Ausschuss für Wasser, Forst und Landwirtschaft, den Ausschuss für Kommunalpolitik, Städtebau, Wohnungswesen. Insbesondere der letztgenannte Ausschuss war hilfreich für meine eigene kommunalpolitische Arbeit. Ich war für 5 Jahre Ratsmitglied in einer Nachbargemeinde der Stadt Bonn und konnte meine Kenntnisse aus erster Hand dort gut verwenden. Bei der Landesplanung war das Thema dieser Zeit nach der erfolgreichen Gebietsreform in Nordrhein-Westfalen der sogenannte Landesentwicklungsplan Raum und Siedlungsstruktur. Alle Gemeinden kämpften um eine vermeintlich günstige Einstufung als Grund-, Mittel- oder Oberzentrum, weil sie sich davon Vorteile, größere Prosperität und mehr Landesmittel versprachen. Im Forstausschuss war das größte Vorhaben dieser Zeit das Landeswassergesetz, das mir erstmals Einblick in eine überaus komplexe Regelungsmaterie gab. Das Gesetzgebungsverfahren benötigte fast 4 Jahre. Politisch war man Teil der sozialliberalen Koalition in der Regierung mit der SPD. Der Ministerpräsident Heinz Kühn übergab in dieser Zeit an Johannes Rau. Im Ausschuss für Landesplanung und Verwaltungsreform war mein Gesprächspartner in der Koalition der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dr. Franz Josef Antwerpes. Nachdem er vom damaligen Innenminister Burkhard Hirsch zum Regierungspräsidenten in Köln ernannt worden war, was der übrigens 26 Jahre lang blieb,
sagte er einmal zu mir, wenn Sie mal was Richtiges machen wollen, dann kommen Sie nach Köln zum Regierungspräsidenten. Und nachdem ich das dazu erforderliche Verfahren beim Innenminister, einschließlich Gabeltest, erfolgreich durchlaufen hatte, trat ich meinen Dienst als Dezernent für Planungsfragen im rheinischen Braunkohlengebiet beim Regierungspräsidenten in Köln an. Ich war tapfer entschlossen, mich in diese mir durchaus fremde Spezialmaterie einzuarbeiten. Es ging um die planerischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen für die riesigen Braunkohlentagebaue zwischen Köln und Aachen mit umfangreichen Umsiedlungs- und Rekultivierungsverfahren. Als 6 Wochen nach Dienstbeginn der Staatssekretär im Düsseldorfer Wirtschaftsministerium anrief und mich fragte, ob ich Büroleiter für die neue Wirtschaftsministerin Lieselotte Funken werden wollte. Damit war meine kurze Karriere in Köln beendet, bevor sie begonnen hatte. Und ich setzte sie am bekannten Ort in Düsseldorf, diesmal auf der Seite der Exekutive, fort. Nun galt es sich in den verschiedenen Aufgabenbereichen Mittelstandspolitik, Verkehrspolitik, Energiepolitik des Ministeriums schnell zu orientieren und die damit beauftragten Mitarbeiter des Hauses kennenzulernen. Immerhin hatte es einen Ministerwechsel in der laufenden Legislatur gegeben und es galt kein 100-Tage-Korridor für eine Ministerin, die von ihrer Persönlichkeit her eine Schonzeit auch gar nicht beanspruchen mochte. Vor allem die umstrittenen energiepolitischen Projekte wie der NHTR, der natriumgekühlte Hochdrucktemperaturreaktor in Kalkar und der THTR 300, der sogenannte Kugelhaufenreaktor, thoriumgekühlt in Hamm-Üntrup mit seiner angeblich inhärenten Sicherheit, waren damals Themen, die in der Koalition immer wieder neue Positionsbestimmungen verlangten und die Ministerin zu einer sehr vorsichtigen Gangart veranlassten. Ansonsten war Mittelstandspolitik ein Schwerpunkt des Ressortauftrags und natürlich der große und kostenträchtige Bereich der gesamten Verkehrsinfrastruktur mit dem Sonderproblem des Flughafens Düsseldorf und seiner lärmintensiven Zentrallage zur Landeshauptstadt. Für einen Berufsanfänger, der aus dem vergleichsweise gemächlichen Parlamentsbetrieb kam, bot sich hier ein nahezu täglicher Themenwechsel im Hochgeschwindigkeitsbereich. Alles war spannend, neu und hochmotivierend. Die Motivation erhielt mit der Landtagswahl im Mai 1980 jedoch einen jähen Dämpfer, da sie Johannes Rau durchaus unerwartet die absolute Mehrheit bescherte. Ich saß dabei, als er am Wahlabend seinem Innenminister sagte, Herr Hirsch, das müssen Sie nachzählen lassen, ich will doch jetzt nicht allein regieren müssen. Es waren in der Tat weniger als 2000 Stimmen, die zur Fortsetzung der sozialliberalen Koalition fehlten, aber nachgezählt wurde nicht. Ich wurde, das ist das Schicksal immer, in das Justiziariat des Ministeriums versetzt, was mich nicht erfreute. Wenige Tage rief mich der Kölner Regierungspräsident an und fragte, ob ich nicht doch wieder nach Köln wechseln wolle. So kam es, dass ich zum zweiten Mal Mitglied der Bezirksregierung Köln wurde und dort bis 1986 blieb. Nun hatte ich neben den Aufgaben des persönlichen oder des Pressereferenten noch die Aufgaben des Hauptdezernenten für Ausländerrecht, Staatshoheitsangelegenheiten und allgemeines Ordnungsrecht bekommen. Sie sehen, ich bin immer noch weit von der Kultur entfernt. Ein großes Dezernat mit zahllosen allgemeinen und speziellen Verwaltungsrechtsfragen, insbesondere der Rechtsaufsicht über die Ausländerbehörden des Regierungsbezirks, der übrigens ungefähr so viel Einwohner wie das Land Niedersachsen hat. Ich will hier nicht über die Besonderheiten in der Zusammenarbeit mit dem dienstältesten Regierungspräsidenten berichten, der auch der bekannteste seiner Spezies sein dürfte. In Köln sah ich jedenfalls eine ungefährdeten beruflichen Perspektive in einem mir zunehmend vertrauten administrativen System entgegen und fühlte mich eigentlich sehr wohl. Allerdings wurde ich Mitte 1986 auf eine Ausschreibung aufmerksam gemacht, mit der man in Niedersachsen einen stellvertretenden Regierungssprecher suchte. Ich hatte zwar von Land, Leuten und Themen keine wesentlichen Vorstellungen, traute mir die Aufgabe aber zu. Und ich hatte das Glück, von der FDP-Landtagsfraktion, der das Vorschlagsrecht im Rahmen der Koalitionsvereinbarung mit der CDU zustand, für die Aufgabe nach erfolgreichem Wettbewerb ausgewählt zu werden. Und so kam es, dass ich im August 1986 in die Staatskanzlei in Hannover einzog, die ich erst 16 Jahre später wieder verlassen sollte. Damit war Ernst Albrecht der dritte Ministerpräsident, für den ich arbeiten durfte. Ihm sollten noch weitere 5 folgen. Regierungssprecher war damals Hilmar von Poser, ein charmanter, wieselflinker Mensch, allerdings immer voll Argwohn.
es könnte nicht genügend Glanz auf seinen Regierungschef fallen, wenn sein Vertreter, der ich damals war, lieber vom koalitionären Gesamtkunstwerk redete. Tatsächlich hatten wir uns die Arbeit nach Ressorts aufgeteilt und zu meinen Ressorts gehörten die von der FDP vertretenen Häuser Wirtschaft und Bundes- und Europaangelegenheiten. Was die professionelle Seite betrifft, muss man sagen, ein Sprecher wird dann von seinen Kunden akzeptiert, also insbesondere von den landespolitisch maßgeblichen Korrespondenten aller Medien, wenn er diese mehr informiert, als er mit ihnen spricht. Und wenn er nichts weiß, was bei Ernst Albrecht nicht so selten vorkam, und dann auch nichts sagt, wird er ebenso akzeptiert. 1990 war die Ära Albrecht nach 14 Jahren zu Ende. Unter dem Ministerpräsidenten Gerhard Schröder wurde ich, eigentlich keine Selbstverständlichkeit damals, stellvertretender Leiter der Abteilung Richtlinien der Politik, Ressortabstimmung und Planung in der Staatskanzlei und war vor allem mit Fragen der Wissenschafts- und Kulturpolitik, der Umwelt-, Innen- und Landwirtschaftspolitik befasst. Dies verhielt sich auch so während der kurzen Regierungszeit des Ministerpräsidenten Gerhard Logowski. Sein Nachfolger, Ministerpräsident Sigmar Gabriel, ernannte mich erfreulicherweise im Jahr 2000 zum Abteilungsleiter in der zweiten der vier Abteilungen in der Staatskanzlei mit dem Aufgabenbereich Verfassungsrecht, Medienpolitik, Archivwesen, Personal, Organisation, Haushalt. Sie sehen, es ist schon eine Menge zusammengekommen. Es war wohl diese Position und die langjährige Kenntnis der Themen und Personen in der Landespolitik dafür verantwortlich, dass ich mich nach den Landtagswahlen 2003 unversehens als Teilnehmer in den Koalitionsverhandlungen wiederfand, in denen die Vorhaben für die künftige Zusammenarbeit der Koalition zwischen CDU und FDP vereinbart wurden und am Ende der Koalitionsverhandlungen, genauer gesagt am Vorabend der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages, den ich für die FDP-Seite zu redigieren hatte, rief mich Walter Hirsche in der Staatskanzlei an und fragte, ob wir die Zusammenarbeit nicht fortsetzen wollten. Damit wechselte ich im März 2003 als Staatssekretär in das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Diese Arbeit hat mich in den folgenden 6 Jahren intensiv beschäftigt und ordentlich ausgefüllt. Tatsächlich konnte ich in dieser Zeit schon erfahren, in welcher Weise Kultur und wirtschaftliche Entwicklungschancen in einem positiven Wechselverhältnis stehen. Eine Veranstaltungsreihe des Ministeriums, die mir sehr gefiel, war die Auszeichnung solcher mittelständischer Unternehmen, die sich in besonderer Weise als Kulturunterstützer hervortraten. Sie wurden in einem Wettbewerb ausgezeichnet. Das Beispiel sollte andere anregen, es ihnen gleich zu tun. Die Erkenntnis waren die wechselhaften Vorteile auf beiden Seiten. Nur wo Unternehmen ein kulturell aufgeschlossenes Umfeld mit attraktiven, wechselnden Angeboten finden, gewinnen sie auch qualifizierte Mitarbeiter. Aus diesem Grunde ist auch die Kultur in der Fläche ein Feld, das niemals vernachlässigt werden darf. Im Frühjahr 2008 zeichnete sich ab, dass der schon seit Beginn der Regierungszeit von Ministerpräsident Christian Wulff unternommene Versuch, die vom Lande gegründeten Stiftungen neu aufzustellen, gelingen und es im weiteren Verlauf zu einer Zusammenführung der Kulturförderungsaufgaben der Lotto-Stiftung mit der Stiftung Niedersachsen kommen würde. Gefragt, ob ich für diese Aufgabe zur Verfügung stünde, war ich bereit und wechselte im Oktober 2008 als Generalsekretär in die Stiftung Niedersachsen, nachdem der Senat der Stiftung mich dazu im Juli 2008 gewählt hatte. Es erschien mir, und das ist es immer noch, eine besondere Herausforderung, in einem gänzlich neuen Bereich am Ende meiner aktiven Laufbahn etwas angehen zu können, dem ich immer innerlich schon immer stark verbunden war. Und ich war auch überzeugt, dass es gelingen würde, den Skeptikern zu beweisen, dass in dem Schritt mehr Vernunft lag, als sie einräumen mochten. Die Besonderheit der bis dahin 2 Landeskulturstiftungen lag darin, dass die 1992 von Ministerpräsident Gerhard Schröder gegründete Lotto-Stiftung einen stärker partizipatorischen Ansatz hatte, der die Förderung auch in der Breite und in starker Identifikation mit dem die Mittel erwirtschaftenden Lotto-Unternehmen betrieb. Die von Ernst Albrecht 1986 gegründete Stiftung hatte seitdem das Ziel verfolgt,
Kunst, Kultur, Bildung und Wissenschaft in Niedersachsen auf der Grundlage und aus den Erträgen eines Kapitalfonds zu betreiben, der 1986 bei ca. 25 Millionen D-Mark lag. Damit sollten vor allem Vorhaben unterstützt werden, die man aus heutiger Sicht gemeinhin der Hochkultur zuordnen würde. Kurz und etwas spitz gesagt, eher wenig, fein und teuer. Inzwischen beläuft sich das Grundkapital der Stiftung Niedersachsen auf über 58 Millionen Euro, in dem allerdings für ca. 7 Millionen insoweit unrentierliche Kunstobjekte enthalten sind. Jedes Jahr wird über die Dotierung einer Leistungserhaltungsrücklage das Grundkapital der Stiftung um knapp eine halbe Million Euro erhöht. Zusätzlich gewährt das Land einen jährlichen Zuschuss aus dem Aufkommen der Glücksspielabgabe, sodass für die landesweiten Aufgaben der Stiftung jeweils knapp 5 Millionen Euro im Jahr aufgebracht werden können. Die Stiftung finanziert grundsätzlich nicht im Vorgriff auf kommende Haushalte, das gab es früher mal, sondern geht bei einer Bewilligung sogleich ins Obligo. Sie fördert gewissermaßen, solange der Vorrat reicht. Die Aufgabe, zwei möglicherweise sehr verschiedene Förderphilosophien zusammenzuführen, sollte also nunmehr von einem politisch und administrativ erfahrenen Netzwerker betrieben werden und sich nach Möglichkeit geräuschlos vollziehen. Nicht nur der politische Ansatz für eine Fusion wurde damals von vielen nicht geteilt, auch die Erwartung nicht weniger war darauf gerichtet, dass es zu Verwerfungen und Enttäuschungen je nach Empfängerhorizont kommen würde. Dass es insgesamt nunmehr im fünften Jahr ganz gut geht, liegt daran, dass man in Gesprächen behutsame Akzentverschiebungen vorbereiten, Vertrauen aufbauen und bereits erteilte Zusagen einhalten konnte. Das galt auch für die eine oder andere Fortsetzung von Kundenbeziehungen. Zusätzlich hat sich die Stiftung kraftvoll und ernsthaft den für sie neuen Themen Theaterförderung im Bereich der freien Szene und Soziokultur zugewandt. Darüber hinaus hatte sich die kleine, aber hochmotivierte Geschäftsstelle an die neue Lage mit der Konstituierung eines ebenso kurzen wie umfassenden Leitbildes herangemacht, das sich alsbald als praxistauglich herausstellen sollte. Es hat folgende 8 Sätze und ist deswegen für ein Zitat geeignet. Die Stiftung Niedersachsen ist die Kulturstiftung des Landes. Sie fördert Kunst, Kultur, Bildung und Wissenschaft. Als Stiftung des Landes sind wir dem Gemeinwohl verpflichtet, verlässlicher Partner und gewissenhafter Bewahrer des Stiftungsvermögens. Wir gestalten im Dialog Perspektiven kulturellen Handelns im Blick auf eine kontinuierliche Entwicklung und Wirksamkeit im ganzen Land. Wir sind offen für Neues. Wir stehen für einen grundsätzlichen Anspruch an Qualität. Diese bewerten wir anhand inhaltlicher Konzeption, professioneller Durchführung und weiterreichender Wirkung. Darüber hinaus fördern wir herausragende Beispiele kultureller Exzellenz. Wir erwarten eine spezifische Relevanz auf lokaler, regionaler oder landesweiter Ebene. Soweit das Leitbild. Bindet uns intern, damit wir alle eine ähnliche Denke haben. Niedersachsen hat großartige kulturelle Schätze, ein vielgestaltiges Erbe und vor allem viele originelle, künstlerisch interessierte und kulturell aktive Menschen, deren Projekte die Stiftung in vielen Fällen unterstützen kann. Literaturförderung, jetzt habe ich mich hier, glaube ich, etwas vertan. Wir betreiben Literaturförderung, wir haben einen speziellen Fotopreis, Spektrum. Sie haben möglicherweise die Mikhailov-Ausstellung gesehen, in der wir internationale Fotografie würdigen. Wir haben ein Programm für Jugendliche, die sogenannten Kommunauten, Heimatkunde auf zeitgenössische Weise, ich komme vielleicht gleich darauf zurück. Oder in unserem soziokulturellen Programm setzen wir spezifische Akzente und entwickeln in solchen Formaten, also solche, die wir selbst entwickeln, eine unverwechselbare Handschrift der Stiftung. Vor allem entwickeln wir darin die Maßstäbe, die wir anlegen, wenn wir Projekte Dritter zu beurteilen haben, von denen wir knapp 500 im Jahr auf den Tisch bekommen. Überall dort, wo der eigene Sachverstand nicht ausreicht, steht uns ein Netz von Gutachtern zur Seite, was uns mit fachlichen Einschätzungen, Erfahrung und Expertise behilflich ist.
Zu dem Aufgabenspektrum der Charts der Stiftung werden Sie gleich noch einige Charts sehen und dann haben Sie möglicherweise dazu später auch noch Fragen. Neben den bis dahin geschilderten beruflichen Wegen sind es natürlich auch meine Frau und meine beiden inzwischen längst erwachsenen Kinder, die ohne die mein Leben deutlich ereignisärmer wäre. Dies darzustellen, würde hier den Rahmen sprengen. Nur so viel sei angemerkt. Tochter Caroline, 36, Übersetzerin und Dolmetscherin im Bundeswirtschaftsministerium, hat nicht nur einen vielseitigen, interessanten und sicheren Beruf, für den Vater immer wichtig, sondern ist auch die Mutter unserer beiden Enkelkinder. Der Kindsvater ist Musiker in einem international renommierten Klavierquartett für Kenner, unter ihnen das Fauré-Quartett, und muss derzeit noch von den Vorzügen der Eheschließung überzeugt werden. Sohn Sebastian ist wie der Vater Jurist geworden und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Bundestag. Konnte ich nicht verhindern. Meine Frau hat ihren Beruf als Lehrerin vor einigen Jahren aufgegeben, widmet sich seitdem zahlreichen, überwiegend ehrenamtlichen Aktivitäten, die ihr für das eigene Glück wichtig sind. Ich hatte Ihnen am Anfang gesagt, dass eine Karriere wohl nicht planbar ist, aber der Mensch kann sich doch aufmerksam und offen durch das Leben bewegen und bereit sein zu Aufbruch und Reise, wie es Hermann Hesse in seinem Gedicht Stufen ausdrückt, welches unter der Glasplatte auf meinem Schreibtisch liegt. Ich möchte Ihnen dieses Gedicht empfehlen. Es enthält auch die wunderbare Feststellung, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Soweit, meine Damen und Herren, meine Vorlesung zur Person. Ich verändere jetzt die Präsentationsform, werde zu einigen Charts über die Stiftung gehen, in einer Druckbetankung, das wird nicht sehr ausführlich werden. Und dann komme ich zu einem Projekt, das ist Auftrag, aber auch mein Wunsch, das mir sehr am Herzen liegt und über das wir vielleicht dann noch sprechen. Zunächst einmal bis dahin vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt haben die technisch versierten Menschen, kein Zwischenab, haben, dann kann ich noch was trinken hier. Ein Teil dessen habe ich schon gesagt. Unser Förderspektrum, übersichtlich in 6 Spiegelstrichen, sind 6. Bildung und Wissenschaft. Die Wissenschaft, ich wurde das eingangs gefragt, kommt bei uns ein klein bisschen kurz. Wenn wir uns in den Bereich der naturwissenschaftlichen Förderung begeben würden, wäre unser schmales Kapital bald aufgebraucht. Wir beschränken uns auf die Wissenschaft von der Kulturvermittlung. Forschung in Museen war ein Programm, das viel Geld gekostet hat und den Museen im Lande gedient hat. Kunst kann man verstehen, Literatur, Musik, Theater und Tanz, Soziokultur, eine spezielle kulturelle Form, auf die wir noch im Weiteren kommen werden. Das Stiftungsvermögen nochmal 52 plus 6, ich habe etwas übertrieben eben, 2012 4,6 Millionen, das waren auch schon mal 4,7 und etwas mehr. Wir sind tatsächlich wesentlich darauf angewiesen, dass uns der Landeszuschuss aus der Glücksspielabgabe erhalten bleibt, in ungeschmälerter Höhe. Wenn man die Mittel des Landes für den Sport betrachtet, dann kann man getrost den Faktor 5 einsetzen. Und andere Zwecke werden ebenfalls aus dem Aufkommen dieser Abgabe dotiert. Da ist die Kultur nicht übermäßig stark bedient, aber es ist dies viel Geld in der Kultur. Hier, ich hoffe, man kann diese Kombination zwischen Bild und Text lesen. Ich wollte Ihnen ganz kurz stichwortartig sagen, worauf es uns in den einzelnen Genres ankommt. Bei der Musik sind wir daran interessiert, außergewöhnliche Ausführungs- und Aufführungsformate, auch Aufführungsorte zu finden. Wir machen nicht die normale Konzert- und Unterhaltungsfinanzierung, sondern suchen wie überall das Ungewöhnliche und machen es vor allem durch die Förderung in ausgewählten Festivals, die eine überregionale Ausstrahlung haben. Wir haben eine kleine GmbH gegründet als Stiftung, die Musikland GmbH, eine gemeinnützige GmbH. Die hat eine Festspielstudie hergestellt und zur Überraschung der Beteiligten, ich glaube 124 Festivals identifiziert, die es im Land gibt, die sich nur mit Musik befassen. Die können wir natürlich nicht alle bedienen, aber sagen wir 8 bis 10 der herausragenden
fördern wir in einiger Regelmäßigkeit. Wir führen, das werden Sie möglicherweise wissen, den internationalen Josef-Joachim-Violinwettbewerb in Hannover durch, seit 1991 alle 3 Jahre. Jetzt haben wir 8 Ausgaben. Der 9. wird bereits organisatorisch vorbereitet. Die Musikland Niedersachsen GmbH habe ich erwähnt. Musikwelt@Niedersachsen ist ein Thema, auf das ich später noch mal eingehen werde. Wir haben hier vorsorglich mitgeteilt, Einzelkonzerte, Ankauf von Instrumenten oder den Ankauf von Musikklassen fördern wir nicht. In der Literatur haben wir zunächst einmal das Ziel, all die Orte, die Literatur vermitteln, zu stärken. Das sind die Literaturhäuser in 6 Städten des Landes. Wir haben ein besonderes Programm, das wir Literaturlabor Wolfenbüttel nennen, in der Herzog-August-Bibliothek. Dies ist der Ort, wo wir Schreibtalente, die wir im deutschsprachigen Raum gewinnen, einladen an 3 langen Wochenenden im Jahr. Ihr persönliches Schreibtalent zusammen mit Profis, die schon erfolgreich Bücher geschrieben haben, zu erproben, zu verbessern. Und aus diesem Programm gehen Menschen hervor, die es dann später auch zu einem ersten, einem zweiten, einem dritten Buch bringen. Ich habe hier beispielhaft noch 3 Projekte aufgeführt. Vielleicht erwähne ich dieses interessante editionswissenschaftliche Projekt, den Briefwechsel zwischen Charlotte Meyer und einem Herrn Boje, einem Regierungsbeamten, der in der Zeit Goethes und Charlotte Kästners lebte, und mit dieser Frau Meyer, die hier aus Hannover kommt, einen sehr intensiven, über 9 Jahre dauernden Briefwechsel geführt hat. Dieser Briefwechsel ist nahezu vollständig erhalten und er wird nun editionswissenschaftlich herausgegeben. Es ist ein hochinteressanter Spiegel der Zeit, denn dort wird alles Alltägliche und Ungewöhnliche beschrieben, was in dieser Zeit die Menschen bewegt hat. Man zieht auch über diese oder jene Familie her. Es werden Theaterstücke, die irgendein Schreiberling geschrieben hat, verrissen. Andere werden gelobt. Es ist ein vorzüglich intensiver Blick in diese Zeit des Ende des 19. Jahrhunderts. Die Bildung und Wissenschaft betreiben wir insoweit, als fördern wir insoweit, als wir Orte, in denen kulturelle Bildung sich abspielen soll, fördern. Das kann dazu führen, dass wir auch mal die eine oder andere Investition in eine bauliche Maßnahme betreiben. Ansonsten geht das meiste Geld in diesem Segment in die Museen, allerdings solche, die professionell geleitet werden. Wir haben 600 Museen im Lande. Und wenn man sich vorstellt, zur Stiftung Niedersachsen kämen alle 600, dann wären wir auch schnell überfordert. Kommunauten, ein Stichwort, das ich eben schon mal erwähnt hatte. Junge Leute, die lernen, ihren eigenen Heimatort zu erkennen, zu erfahren und in die Lage versetzt werden, diese Erkenntnisse Gleichaltrigen weiterzugeben. Die nennen wir Kommunauten. Das ist so ein Kunstwort, was so Astronaut und Kosmos verbindet. Eine Heimatkunde auf zeitgenössische Weise, wenn Sie so wollen. Das machen wir mit Volkshochschulen, mit Heimatvereinen, mit Museen, die alle daran interessiert sind, etwas mit jungen Menschen zu machen, dafür aber keine geeignete Förderung finden. Wir haben das in wettbewerbsähnlichen Verfahren ausgeschrieben und im 5. Jahr laufen jetzt in vielen niedersächsischen Städten solche Maßnahmen, die sehr erfolgreich sind. Was wir nicht machen, wollen wir jetzt hier auch nicht weiter beschreiben. Es gibt 51 Kunstvereine im Land, bedeutende und nicht ganz so bedeutende, traditionsreiche und modernere. Diese Kunstvereine haben eine wichtige Aufgabe. Sie bringen den Menschen das näher, was in zeitgenössischer Kunst sich entwickelt. Und wir helfen ihnen bei Ausstellungen. Wir machen auch den ein oder anderen Ankauf von Kunstwerken. Plötzlich sagt jemand, da ist wieder ein Leibniz-Brief zu kaufen. Könnt ihr uns helfen, den zu ersteigern? Dann schauen wir schnell, wie bedeutsam ist der
Interessenten, der den haben will, bilden ein Limit und gehen in eine Versteigerung. Und wenn wir Glück haben, können wir ihn ersteigern. Und oft haben wir solches Glück. Ich hatte erwähnt den Spektrum Internationalen Preis für Fotografie. Wir dachten, es wäre gut, das Sprengel-Museum, das eine traditionsreiche fotografische Sammlung hat, immer wieder in den internationalen Diskurs der Fotografie mit hineinzunehmen, indem wir besonders bedeutende internationale Fotografen in einer Jury ermitteln lassen und deren Werk in einer Ausstellung präsentieren und ein Künstlerbuch. Das dient dem Künstler, das dient dem Sprengel-Museum, das dient dem allgemeinen Verständnis von Fotografie als Medium, als Kunstform. Und das ist ein Projekt, ein Programm, muss ich sagen, das wir sehr schätzen und das hoffentlich noch viele Jahre weitergeführt werden kann. Die Mikhailov-Ausstellung hatte ich erwähnt, die eben zu Ende ging. Wir haben auch schon den neuen Preisträger, aber wir haben ihn noch nicht öffentlich gemacht, deswegen kann ich das jetzt hier auch nicht sagen. Seine Frau diesmal. Stufen zur Kunst ist ein ganz kleines, aber sehr schickes Programm, das wir in unserem Treppenhaus machen. Wer das Künstlerhaus je besucht hat, sieht eine riesige Kubatur in einem Treppenhaus, das eigentlich zu nichts anderem taugt, als dass es ordentlich bespielt wird. Und wir machen es so, dass wir jedes Jahr einen Gestaltungswettbewerb machen für Menschen, die sich mit Raumgestaltung auskennen. Das machen wir jetzt zum vierten Mal. Mal hing ein überdimensionales Mobile in diesem Riesentreppenhaus. Mal hat jemand die Innenseite des Treppenhauses mit großen Flächen ausgestaltet und verschiedene Perspektiven eröffnet. Soeben wird das Werk von Lothar Götz, einem in London lebenden Künstler aus Hannover, gezeigt, der Crash an die Wände gemalt hat, eine sektorenartig in kontrastierenden Farben gestaltete Wandbemalung, die sehr aufregend aussieht und manchem nahe bringt, sich am Geländer festzuhalten, wenn man die Stufen runtergeht. Kunst der Gegenwart ist eine Monographienreihe, wo wir niedersächsische Künstler in aufwendigen Präsentationen, also Buchausgaben, zeigen. Eine mittlerweile im 69. Band bestehende Reihe, die ich Ihnen nur empfehlen kann. Sie hat eine Zeit lang ein etwas vergessenes Dasein geführt. Wir bewerben sie jetzt im Internet und man kann möglicherweise auch noch Restbestände der alten Auflagen bekommen. Theater und Tanz, Ensembles in freier Trägerschaft, Festivals mit überregionaler Ausstrahlung sind die wesentlichen Gebiete. Best of ist ein Programm, das wir selber betreiben. Wir haben ja, wie gesagt, die freie Szene als Kundschaft und wir haben uns gedacht, wenn wir von den 80 Ensembles, die es im Land gibt, die in der freien Theaterszene gewissermaßen für den Zukunftsprogrammstoff der etablierten Theaterszene mitsorgen und diese vorzeigen, dann wird das die Aufmerksamkeit erhöhen. Wir prämieren die Nominierung bereits mit 10.000 Euro. Das ist für ein Theaterensemble eine unfassbare Menge Geld. Deswegen ist dieses Festival sehr gut angenommen worden und wir werden es auch in diesem Jahr im Oktober hier in Hannover im Ballhof wieder zeigen. Ich empfehle es Ihrer Aufmerksamkeit. Amateurtheater, Freilichtbühnen und so etwas wollen wir nicht fördern. Die Soziokultur widmet sich solchen Projekten, die sich durch Kommunikation und Vernetzung zwischen den Kulturen und auch den Generationen auszeichnen, die ein hohes Maß an Partizipation brauchen und deswegen überwiegend in den soziokulturellen Zentren unseres Landes stattfinden. Dazu haben wir ein Programm aufgelegt, das heißt Soziokar, Soziokultur, Zukunft gestalten mit Soziokultur. Da wenden wir jährlich 150.000 Euro auf. Darum kann man sich bewerben. Auch dies alles im Wettbewerb. Und solche Projekte, die zur Nachahmung anregen, können dann natürlich auch an anderen Städten, an anderen Orten stattfinden. Wir bilden gewissermaßen den Maßstab für gute Soziokultur. Das können wir vielleicht überspringen. Es zeigt aber den komplizierten Weg, in dem grundsätzlich alle Projekte, die die Stiftung erreichen, durchgeprüft werden, große oder kleine. Das heißt, es ist ein sehr aufwendig gestalteter Prüfvorgang. Dazu können wir vielleicht jetzt die Zeit sparen. Es endet jedenfalls alles in einem einigermaßen genau gehaltenen Verwendungsnachweis.
und einem Sachbericht, in dem wir vergleichen, was wollte unser Antragsteller vorher und was ist daraus geworden. Und manchmal muss auch Geld zurückgefordert werden. Das Ganze geht natürlich nicht ohne einen gewissen formalen Rahmen. Wir haben einen Präsidenten, das ist derzeit der Landrat des Landkreises Cloppenburg, Herr Eveslage. Der steht einem Senat von 18 Personen vor. Dieser Senat ist gesellschaftlich plural zusammengesetzt, nicht so sehr politisch, sondern es gibt Vertreter der Kirchen, der Wissenschaft, der Wirtschaft, Einzelpersönlichkeiten, deren Engagement für die Kultur herausgehoben ist. Und dieser Senat entscheidet über alle Vorhaben, die von 100.000 Euro an aufwärts vorgelegt werden, zweimal im Jahr. Ein Verwaltungsrat, der aus 3 Personen und dem mit beratender Stimme mitwirkenden Generalsekretär besteht. Da gehen die Entscheidungen etwas schneller. 4-mal im Jahr, 10.000 bis 100.000 Euro im Volumen. Und der Generalsekretär hat ein eigenes Budget, mit dem er die Projekte der kleinteiligeren Kulturförderung schnell und gewissermaßen sofort betreiben kann. Das ist jetzt eine Druckbetankung zu dem Thema Stiftung Niedersachsen im Allgemeinen. Ich weiß jetzt nicht, wie unser zeitliches Budget ist. Das ist jetzt schon etwas verbraucht. Aber trotzdem würde ich jetzt gerne zu diesem Thema, weil ich gebeten bin, ein Projekt zu nennen, das mir am Herzen liegt, doch noch etwas sagen. Das nennt sich Musikwelt. Es begann im Jahr 2003, als die Stiftung eine große musikethnologische Sammlung gekauft hat. Da hat ein Mensch sein ganzes Leben lang Instrumente aus aller Welt gesammelt. Etwa 1000 an der Zahl, 44.000 Tonträger noch dazu. Es sind weitere Sammlungen hinzugefügt worden und man hat gesagt, lass uns doch daraus ein Music of Man Archive, kurz auch MoMA genannt, machen. Eine große Sammlung, die natürlich zu erschließen war, mit der man arbeiten sollte. Das war zunächst die Universität Hannover damit beauftragt. Die Dinge kamen nicht so voran, wie wir das dachten. Die Stiftung Universität Hildesheim hat sich dann interessiert, hat ein Center for World Music, das muss ja alles Englisch heute sein, gegründet und hat sich daran gemacht, dieses planvoll zu betreiben. Und was soll ich Ihnen sagen, diese Stiftung hat es auf sich genommen, einen Studiengang zu designen, kulturelle Diversität in der musikalischen Bildung. Das klingt kompliziert. Es soll ein berufsbegleitender Weiterbildungsstudiengang entstehen, das heißt mittlerweile ist er entstanden, für Musiker und Musikvermittler. Warum machen wir sowas? Wir haben festgestellt, dass wir viele Menschen in unserem Lande haben, die in den Ländern anderer Kulturen, aus denen sie zu uns gekommen sind, Fertigkeiten mit ihren Instrumenten, mit ihrer Kultur entwickelt haben, die nun eigentlich Bestandteil in unserer Kultur werden könnten und die auch beruflich würden eingesetzt werden können, was man in Deutschland aber nur kann, wenn das irgendwo gelernt werden kann und darüber staatliche oder irgendwie geartete Qualifikationsabschlüsse erlangt werden können. Wir wollten genau uns diesem Thema zuwenden, haben ermittelt, gibt es dafür eigentlich einen Bedarf? Denn wir wollten diese gesellschaftlichen und musikalische Vielfalt aufgreifen und Grundlagen zur Ausbildung in den verschiedenen Bereichen anbieten in unseren Vermittlungseinrichtungen, Universität. Wir haben dann diesen Studiengang entwickelt, haben eine gewisse Mindestregel, Studienzeit, gewisse Credit Points. Ich muss das jetzt alles im Einzelnen vielleicht nur streifen. Es ist jedenfalls dazu gekommen, dass wir diesen Studiengang, weil wir auch bestimmte Zulassungsvoraussetzungen hier durchsetzen konnten, etabliert haben und in diesen Modulen, die hier aufgeführt sind, bestimmte Kompetenzen anbieten, die während des Studiengangs erlernt werden können, mit dem Ziel, entweder einen Master oder, wenn man nur einzelne Module dieses Angebots für sich genommen hat, eben in einem Zertifikat zu erwerben, damit dann in den Beruf eintreten zu können. Man kann sich vorstellen, wo sowas gebraucht wird.
Es gibt da eine Vielzahl von Zielgruppen und die Einsatzmöglichkeiten in Musikschulen, in Kindergärten, in frühkindlichen Bildungseinrichtungen, in soziokulturellen Zentren vielfältiger Art können solche Menschen, die so qualifiziert sind, eingesetzt werden. Und wir haben 24 dieser Leute gefunden, die wir aus den verschiedensten Berufen, alle weit unterhalb ihrer gegenwärtigen Qualifikation gewesen sind, die wir an die Universität Hildesheim geholt haben. Da sehen Sie noch alle ganz fröhlich aus. Ich mache jetzt einen kurzen Durchgang durch die einzelnen Stationen der Ausbildung. Die sind alle noch nicht ganz fertig, aber von den 24 werden 22 fertig werden und einige davon werden auch einen Master haben. Diese Bilder erklären sich teilweise selbst. Teilweise werde ich Ihnen sagen müssen, was die für Instrumente haben. Weiß jemand, wie diese langhalsige, gitarrenähnliche Einrichtung aus, wie die heißt? Hat das jemand schon mal gehört? Das wird nämlich in kürzester Zeit unser Konzert- und Kulturleben stärker beherrschen. SAS, S-A-Z geschrieben. Von dieser Sorte gibt es verschiedene Variationen. Die Leute sind alle sehr vergnügt. Hier war ein Fest der Kulturen in Hannover, da hat man das vorgestellt. Diese Kniegeige, die hier von den Gewinnern des Kreole-Wettbewerbs 2010 gespielt wird, heißt Camanche. Das sollten Sie sich auch merken und nie vergessen. Hier finden wir die berühmte Rahmentrommel. Dieses Gefäß hier, das mit den Kronkorken besetzt ist, ist die Mbira. Dann haben wir hier die Baklama. Also nur damit Sie das jetzt nicht als eine esoterische Spinnerei weniger anschauen, das ist bereits im Bundeswettbewerb Jugend musiziert, eine Disziplin, in der man Höchstpunktzahlen erreichen kann. Darauf zu spielen, verlangt außerordentliche Fertigkeit. Hier hätten wir die Tabla. Ich mache das mal jetzt etwas schneller. Das sind alles immer noch unsere demnächstigen Absolventen. Und wenn wir jenen nicht hätten, die Eingeweihten kennen ihn, Raimund Vogels, das ist eigentlich einer der größten Experten, die wir in Deutschland haben, der sich mit diesen Fragen der Musikethnologie, aber auch der Möglichkeiten, die über eine solche Ausbildung positive Integrationswirkung herbeiführen kann. Wir sind ihm außerordentlich dankbar, dass er mit uns zusammen, das muss man sich vorstellen, eine Stiftung macht ja eine durchaus ungewöhnliche Arbeit, wenn sie vorangeht und Dinge aus sind, die eigentlich den Bildungseinrichtungen des Landes überlassen sein müssten. Kurzum, wir freuen uns, dass dieses im Jahr 2003 begonnene Experiment über eine Sammlung von Instrumenten und Noten jetzt zu einem Studiengang führen kann, der Leuten eine Möglichkeit gibt, einen Beruf dort zu erlernen. Es ist alles am Schluss etwas eilig geworden. Das liegt daran, dass es doch sehr viel Stoff ist und ich habe Ihnen nur einen kleinen Ausschnitt gezeigt. Das ist in Kürze das, womit ich mich beschäftige. Ich freue mich, dass Sie das durchgehalten haben und wenn wir jetzt noch Zeit haben, kurz darüber zu reden, wäre jetzt Gelegenheit dazu. So, Herr Bernd, herzlichen Dank. Sie haben das Format, so wie wir das angedacht haben, für diese Veranstaltung hervorragend getroffen. Personen, Sache, Projekte, alles da. Darf ich vielleicht gerade mit einer Frage anfangen? Es ist ja wirklich interessant, was Sie alles gemacht haben. Dass Sie Management können, ist klar. Dass Sie also das Management, die Managementaufgabe so einer Stiftung, dass Sie das im Griff haben, ist ja klar. Was einfach auffällt, ist auf der einen Seite die vielen Gebiete, mit denen Sie zu tun gehabt haben, Braunkohle, Gewässer, Verkehrspolitik, Energiepolitik, Kernenergie, Mittelstandspolitik, Flughafen, Verwaltungsrechtsfragen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich die Vielfalt der Dinge, mit denen Sie hier zu tun haben, ja auch also wirklich berauschend. Es ist klar, dass Ihnen das was genützt hat, Ihre Vielfalt, Ihre Ausbildung, Ihre berufliche Tätigkeit und diese Vielfalt, jetzt genau das trivial.
Was hat Ihnen das genützt? Wie bringt diese Vielfalt Ihrer bisherigen Rufe, wie wird das konkret fruchtbar für diese Vielfältigkeit, sich in dieser Kulturpolitik, in diesem ganz heterogenen Gebiet mit ganz heterogenen Leuten, heterogenen Institutionen, heterogenen Projekten, um sich dazu zu bringen? Was nützt einem das? Also wieso ist das wirklich gut? Alles nützt. Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, die man auch nicht mit einem Satz treffend beantworten kann. Wenn Sie gelernt haben, im Laufe Ihres Lebens konfrontiert mit zahlreichen, immer wieder wechselnden Themen, dann entwickeln Sie Empfindsamkeit, Empfindlichkeit, Aufnahmevermögen. Sie durchdringen das natürlich nicht in die erforderliche Tiefe, wie ein Philosoph das durchdenken könnte. Aber Sie haben ein Gespür dafür, alsbald, was könnte relevant sein. Wir hatten mal einen Präsidenten, der mochte nicht solche Schlagworte wie Relevanz. Was ist denn relevant, fragt er uns. Und mit so einer Frage konfrontiert, muss man schon einen Augenblick innehalten. Also die Bedeutsamkeit einer bestimmten Entwicklung, eines Themas richtig einschätzen zu können. Das lernt man, glaube ich, wenn man so ein Allrounder ist. Also es ist eine Frage der Bereitschaft, Dinge schnell aufzunehmen und einschätzen zu können. Wie der Schiedsrichter, der in einer Spielsituation sagt, das war aber jetzt wirklich ein Foul, während der andere sagt, nee, der hat ihn ja gar nicht getroffen oder so etwas. Also schnell beobachten, einschätzen können und dann zu einem Urteil zu finden. Das ist, glaube ich, etwas, was man durch den häufigen thematischen Wechsel schon irgendwie hinkriegt. Ab wann haben Sie sich denn wirklich firm genug gefühlt, jetzt bei den kleinen Projekten? Sie dürfen ja die kleinen bis 10.000 selber beurteilen. Ja, das mache ich überhaupt nicht alleine, sondern dazu habe ich meine Projektreferentin, ohne die ich völlig verloren wäre. Das heißt, wir machen jede Woche eine Antragsberatung. Da kommen die Dinge, die einigermaßen unklar sind, auf den Tisch und man sagt seine Meinung dazu. Das geht. Wir sind ja eine winzig kleine Stiftung, wir sind 9 Menschen. 3 kümmern sich, sag ich mal, etwas flapsig um das Inhaltliche. 3 rechnen ab hinterher, verwalten das Vermögen. Das ist ja übrigens auch eine große Kunst. Wir müssen unser Vermögen, das ja von Zinsrückgängen und verschiedenen Imponderabilien bedrängt ist, das müssen wir ja beisammenhalten. Wir müssen immer so viel Geld in der Kasse haben, dass wir die Dinge, die wir bewilligen, auch finanzieren können. Also diese wenigen Menschen können sich sehr schnell verständigen und dort, wo es die eigene Kompetenz nicht bringt, fragen wir Erwachsene. Leute wie Sie, unsere Hochschullehrer zum Beispiel, denen zahlen wir auch keine Honorare dafür. Die schreiben auf 1,5 Seiten ganz schnell, gut, nicht gut, lasst es, wird dort besser gemacht. So etwa müssen Sie sich das vorstellen. Also wir sind nicht mit dem präsumptiven Höchstwissen unserer Zeit ausgestattet, sondern wir versuchen uns durch überzeugende Darstellungen, wenn sie nicht überzeugend sind, schicken wir sie zurück. Aber wir beraten auch gerne. Wir laden die Menschen auch ein. Dann entwickelt es doch mit uns zusammen. Wir haben viel Erfahrung, wir können euch Hinweise geben. Wir beraten auch manchmal weg von uns, weil wir sagen, das ist nicht im Kernbereich unserer Arbeit, aber die machen das oder jene. Ist dann auch offensichtlich, dass Sie natürlich hohe soziale Kompetenz brauchen, mit unterschiedlichen Leuten reden können müssen, unterschiedlichen Leuten sich verständlich machen können, auch weitere Partnerschaften behalten zu können. Also das scheint mir etwas auch für die Geisteswissenschaften ja nicht unbedingt immer gepflegtes zu sein, dass man auch seine Sozialkompetenzen wirklich fördern muss, um in so einem komplizierten Kulturbetrieb dann auch erfolgreich zu sein. Zumal das ein Publikum ist, das nicht jedermanns Sache ist. Die Künstler zumal sind sehr individualistische Menschen, die sind auch sehr davon überzeugt, dass sie im Zentrum des Geschehens sind und denen muss man mit der nötigen Behutsamkeit auch begegnen. Auf der anderen Seite aber auch irgendwann mal deutlich sagen, was geht und was nicht geht. Ja, das waren die Sachen, die mich jetzt gleich am Anfang interessiert haben. Sie haben sicher noch andere Fragen. Darf ich Sie einladen, Fragen zu stellen, zu Lebensweg, Projekten, Institutionen? Bitte schön. Ja, die gab es natürlich, aber die haben mich dann nicht so intensiv beschäftigt, dass ich jetzt sagen müsste, das ist mir daneben gegangen, müsste ich jetzt nachdenken. Ich bin ein heiterer und optimistischer, zukunftsfroher Mensch, also ich habe nicht lange gelitten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich glücklich geworden wäre mit der Braunkohlenplanung im Rheinischen Braunkohlegebiet. Das ist,
eine erstens sehr komplizierte Sache, gilt auch nur dort und irgendwo in der Lausitz. Sonst haben sie nie was mit großräumiger Rekultivierung zu tun. Das hätte mich wahrscheinlich auf Dauer nicht glücklich gemacht. Aber meine Frau hat gesagt, wenn du mal ein Bekleidungsdepot der Bundeswehr versetzt würdest, könntest du dich auch 24 Stunden am Tag beschäftigen. Also es kommt immer darauf an, wie sie mit einer Sache umgehen. Und dann umgehen sie vielleicht auch die Dinge, die ihnen nicht so liegen. Tatsächlich kann ich das jetzt nicht sagen, was mich da besonders umgetrieben hätte oder wo ich besonders lange gelitten hätte. Ja, ich glaube, ein heiteres Naturell ist nicht für einen selber gut, sondern auch in der Interaktion mit anderen Menschen gut. Das natürlich zum Mitnehmen von anderen durchaus von großem Vorteil ist. Wenn Sie eine angenehme Stimmung zu Beginn eines Gesprächs erzeugen, ist das Ergebnis meistens programmiert. Im Ministerium pflegte ich immer zu sagen, die Besprechung dauert bis 15 Uhr oder sowas, wenn es um 14 Uhr war. Oder wir wollen gerne in eineinhalb Stunden fertig sein. Auch sollte man das Ergebnis vorher irgendwie ins Auge gefasst haben, damit man hinführen kann zu dem Ziel. Ja, also diese Art Sozialkompetenz muss man entwickeln und Heiterkeit hilft. Jawohl, ganz bestimmt. Weitere Fragen von Ihnen, von Ihrer Seite? Ja, bitteschön, ganz hinten. Also das ist natürlich eine sehr individuelle Entscheidung. Ich glaube, dass ich an vielen Stellen meines ja wirklich kurvenreichen berufsbiografischen Weges auch hätte zufrieden sein können. Wenn ich meine Frau frage, auch zufrieden sein sollen. Immer wieder zu erkennen zu geben, dass man vielleicht sich auch noch was anderes zutraut. Ich glaube, Sie müssen auf Ihre innere Stimme hören, will ich noch was anderes machen? Man kann auch natürlich sich mit seiner Lebenssituation praktisch in jeder Situation arrangieren. Aber die Bereitschaft zu Neuem, und das ist auch das, was man in diesem wunderbaren Gedicht von Hermann Hesse lesen kann, weil das Leben ruft ja immer wieder zu Neuem. Ja? Und diese Bereitschaft, Stufe um Stufe, da kann man auch was Qualitatives drin sehen, diese Bereitschaft, solchen Rufen zu folgen, den muss man nachgeben, finde ich, solange man diese Rufe verspürt. Ich mache niemandem einen Vorwurf, der die Ohren zuhält. Ich finde es nützlich eigentlich eher. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Ihre Frage getroffen habe. Ich kann jedem nur empfehlen, halt bereit zu sein für Neues. Ja, ist nicht generell so im Bereich der Kultur sozusagen Rezepte irgendeiner Art oder auch der Kulturpolitik oder Kulturwissenschaften, dass Rezepte aller Art dort niemals eindeutig gelten können? Ich meine, wenn man Picasso gesagt hätte, ja, du malst ja ganz schön, aber schreib doch bitte mal auch ein Gedicht und komponier mal eine Sinfonie, das wäre womöglich zu irgendeinem Zeitpunkt kein besonders guter Rat gewesen, während man anderen Leuten vielleicht sagen sollte, jetzt hast du 3 Jahre geschrieben, jetzt machen wir auch mal wieder was anderes, das vielleicht breitest. Also im individuellen Leben, wie dann auch im künstlerischen Leben, ist das nicht so große Rezepte, Tipps geben? Nein, aber die Leute, die Kultur machen, die wollen uns schon irgendwie das Leben erklären und wollen Mechanismen und Verfahren und Dinge, die hinter dem Sichtbaren liegen, deutlich machen. Das sind ja deswegen ja hochinteressante Leute, weil dieser Impetus, der ist ja etwas, was uns allen nützt und was uns weiterhilft. Und je besser wir so etwas vermitteln können, Vermittlung ist das Schlüsselwort überhaupt für unsere Arbeit. Wir helfen ja, die Welt zu verstehen. Und das auf eine angenehme, oft spielerische, aber manchmal auch eben durchaus herausfordernde Art und Weise. Alles eine Frage der Antennen, des Sendens und Empfangens. Das muss man permanent trainieren. Und das ist eine Aufgabe, die nie zu Ende ist. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Ja, weitere Fragen von Ihrer Seite? Bitte schön. Ich war mit der Gründung der Stiftung Niedersachsen nicht mal gedacht, alle Stiftungen, die im Land Niedersachsen sich befinden, zusammen unter ein Dach zu führen? Das kann schon sein. Ich war zufälligerweise bei dieser Sitzung
dabei, einer der letzten, die Ernst Albrecht leitete, als er sagte, also pass auf, sagte er zu seinem Finanzminister, das Geld gebe ich dir nicht, das kriegt Johann Tönnies, das war damals der Kassens, und du machst da was draus und das soll der Kristallisationspunkt für eine große Stiftung, die das Land nach vorne bringt und alle wesentlichen Fragen irgendwann mal zu Antworten und Richtungen führen. Ich glaube, Ähnliches hat auch mal der Landesregierung vorgeschwebt, als sie die Landesstiftungen neu organisieren wollten. Ich glaube, das ist ein kompliziertes Geflecht, was sich nicht ohne weiteres der Regierungsplanung so erschließt. Die gegenwärtige arbeitsteilige Aufstellung, die einen kümmern sich um Sport und haben noch etwa kleine Beimengung, die anderen um Umweltfragen. Das scheint mir durchaus sinnvoll. Es entwickelt sich dort besondere Expertise und Kompetenz und man kann intensiver auf den Gebieten wirken. Es mag gewesen sein, dass die Vorstellung am Anfang eine umfassendere war. Ja, es fällt ja auf, am Anfang 86 ist die Stiftung gegründet worden, 88 war Geist und Natur und der Kongress damals ist ja aufgefallen dadurch, dass es sozusagen ganz etablierte Wissenschaft, aber auch so ein bisschen nicht ganz etablierte Wissenschaft bis rüber zu einem ganz esoterischen Spektrum zusammengebracht hat, die Weltreligionen zusammengebracht hat. Das war ja schon ziemlich überraschend. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, das war irgendwas, wie man am Anfang versucht hat, da mal einen ganz deutlichen Akzent zu setzen mit dieser Stiftung, in welche Richtung, welche Form von Kultur man hier eigentlich unterstützen möchte. Ist das oder so? Als die Frage der Gentechnologie aufkam und man das Gefühl hatte, die Leute wissen eigentlich gar nicht, was ist das eigentlich für ein Gegenstand, der dort permanent in den Medien auf und ab diskutiert wurde. Auch da hat man gesagt, wir haben doch eine Stiftung, dann sollen die doch mal eine Veranstaltung größeren Umfangs machen, in der die Thematik mal aufgearbeitet wird und man dann überhaupt sieht, worum geht es, positive und negative Aspekte. Das sind Dinge, für die eine Stiftung natürlich der richtige Organismus ist. Ja, weitere Fragen von Ihrer Seite, bitteschön. Sie machen das jetzt schon einige Jahre. Haben Sie eine Veränderung bei den Inhalten beobachtet? Ich mache gleich die Ergänzungsfrage noch. Und gibt es Themenbereiche in der Kultur, wo Sie sagen, Mensch, da kommt überhaupt nichts, da oder da müsste mal was kommen und gehen Sie auch mit Impulsen in den Kulturbereich? Also wir machen ja, vielleicht habe ich das nicht so besonders deutlich gemacht, wir machen Programme, das sind die Dinge, mit denen wir selbst diese Impulse setzen. Das machen wir in der Literatur, bei der Fotografie, diese mit dem Violinwettbewerb, das ist Spitzenförderung einzelner Künstler. Da haben wir einen bestimmten Kanon an Impulsen. Das kann eine Stiftung nicht unbegrenzt machen, jedes Programm bindet Geld und Personal und wenn wir etwas neu machen, dann muss ein altes sterben. Wir haben einen großen Wettbewerb gemacht, der hieß Neuland. Da wollten wir sehen, gelingt es durch künstlerische Intervention in Landschaft bestimmte Erkenntnisprozesse auszulösen. Es wurden Wettbewerbe gemacht, Landschaftsarchitekten. Und ich will ein Beispiel nur nennen, was den Aufwand einer solchen Herangehensweise zeigt. Der Neuland-Wettbewerb vor 3 Jahren führte dazu, dass ein dänischer Landschaftsarchitekt eine von den Engländern verlassene große Übungsfläche in der Lüneburger Heide mit Kunstobjekten, Social Modified Benches nannte er das. An irgendwelchen Stellen hat er ganz eigenartige Bankkonstruktionen in die Landschaft gestellt und man hat erst gedacht, dahinter kommt keiner. Was hat er gedacht? Er hat zeigen wollen, dass an dieser Stelle der Mensch die Natur gänzlich ihrer eigentlichen Aufgabe beraubt hat. Nachdem die englischen Panzer da nicht mehr gefahren sind, konnte man zum ersten Mal diesen Soft-Magerrasen sehen und auch betreten. Es gab ein riesengroßes Becken zum Beispiel, in dem die ihre Panzer gewaschen haben. Da hat er eine Bank davor gestellt und wenn man sich auf die Bank setzte, dann schoss eine große Fontäne aus diesem Panzerwaschbecken. Von dieser Art hat er ungefähr 10 Interventionspunkte gemacht. Die Menschen sollten da hinkommen, sollten das sehen, sollten von der Form der Bank animiert in bestimmte Nachdenklichkeit versetzt werden.
Es war ein sehr anspruchsvolles Thema. Jeppe Hein ist mittlerweile ein in der ganzen Welt bekannter Landschaftskünstler. Dieses Programm umzusetzen, hat fast 500.000 Euro gebunden, die Gott sei Dank in dem Fall nicht von der Stiftung kamen, sondern die EU konnte gewonnen werden, dort wesentliche Gelder reinzugeben. Also wir haben manchmal Dinge angeschoben, die uns dann, wenn wir sie weitergeführt hätten, auch sehr stark beansprucht hätten. So ein Programm haben wir dann wieder aufgegeben. Wir machen jetzt noch eine Variation, weil wir die Bundesumweltstiftung in so ein Programm einbeziehen konnten. Wie war der Ausgangspunkt der Frage? Jetzt habe ich mich etwas verlaufen. Sorry. Die Inhalte sich verändert haben. Das muss eigentlich das Publikum beurteilen. Ich glaube, dass das Bild der Stiftung sich schon ein bisschen geändert hat. Wir sind, glaube ich, das ergibt sich aus der Vervier- oder Verfünffachung der Fälle, die wir bearbeiten. Wir sind breiter aufgestellt, wir sind partizipativer. Es gibt mehr Bewegung in der Szene und wir wirken, glaube ich, intensiver als, schauen Sie, die Stiftung Niedersachsen hat ja auch wahnsinnig große Projekte unterstützt. Selbstverständlich sind wir bei der Erweiterung des Sprengelmuseums mit einer unvorstellbaren Summe Geldes dabei, bei der Renovierung des Hildesheimer Doms, bei der zum Beispiel Herstellung des Lagers Esterwegen. Ich weiß nicht, ob Sie mal von dieser Gedenkstätte für die Moorlandsoldaten, 13 Lager, in denen die Nazis sehr, sehr früh, noch vor 1933, unliebsame Menschen einfach weggefangen und dort kaserniert haben, unter unmenschlichen Umständen arbeiten, im Moor arbeiten ließen. Dort ist eine ganz vorzüglich gestaltete Gedenkstätte entstanden, JWD, niemand kommt dahin. Gleichwohl musste man unbedingt dort einen großen Mittelansatz bringen. Das heißt, wir werden weiterhin nach wie vor große, herausragende Infrastrukturbeiträge leisten. Aber uns kommt es darauf an, dass wir möglichst in jedem Landkreis zeigen können, hier gibt es einen Partner, der euch hilft, Kultur zu entwickeln. Und man muss immer wieder Anstöße geben, dass vieles auch dann angestoßen wird. Und nicht auf der Herdplatte verdampft und wir haben keinen Effekt. Deswegen ist das oft geschmähte Wort Nachhaltigkeit hier absolut am Platz. Wir müssen sehen, dass Wirkung daraus entzieht. Wie eine Sternschnuppe, die einen Streifen hinter sich herzieht. Man muss es noch spüren. Was mir jetzt auffällt, ist, dass Sie ja sich selber offensichtlich und die Stiftung nicht verstehen als bloße Katalysatoren, die irgendwas aufnehmen, was bereits da ist und dann verstärken, sondern im Gegenteil, Sie sind kulturgestaltend. Sie setzen Punkte, kulturelle Ereignisse, was auch immer. Wie finden, was ist der Entscheidungsprozess, der dazu führt, dass man sagt, so, jetzt sollten wir mal dieses oder jenes machen. Was sind da die Gesichtspunkte und was sind die Mechanismen? Wer diskutiert da mit Ihnen mit? Wie geht das? Frau Dr. Schönermark zum Beispiel, die dort freundlicherweise im Publikum sitzt, die sich für Musik, Literatur, Bildung und noch irgendwas, also die hat immer ganz, ganz viele Ideen. Das ist tatsächlich der Dialog im Team. Das ist das tägliche Lesen der Zeitungen, der regionalen und überregionalen. Wie gesagt, Antennen hochfahren, aufnehmen. Sie können nicht alles begreifen, begreifen auch nicht alles. Nur Philosophen können das. Und es ist natürlich immer wieder das Abwägen in der Konkurrenz. Wir kriegen ja wahnsinnig viele schöne Projekte. Und das, was wir ablehnen, ist keineswegs schlecht, sondern wir können es nicht finanzieren, weil wir nur das Beste machen wollen. Und das ist natürlich das Privileg, in einer Stiftung zu arbeiten. Wir können mit einer gewissen, allerdings sehr fürsorglichen Willkür sagen, das machen wir, das machen wir nicht. Wir versuchen es durch, Frau Barke, ich habe Sie natürlich stark im Blick, wir versuchen das natürlich vergleichbar zu halten und keine falschen Präjudizien zu geben, aber es gelingt. Werden Sie denn dann auch kritisiert und von wem gegebenenfalls, der dann sagt, also hier setzt ihr einen Akzent, das ist ja absurd, das ist ja überhaupt keine gute Kultur, passiert sowas? Nicht so oft, es passiert nicht so oft, ist natürlich manchmal jemand enttäuscht, der sehr drauf gesetzt hat. Wir achten zum Beispiel darauf, dass wir uns nicht dann verweigern, wenn ein Projekt dann stirbt. Ja? Mhm. Dann versuchen wir ihm auf andere Weise einen Sponsor zum Beispiel zuzuführen oder einen Interessierten. Denn es tut uns immer leid, wenn ein
weil das ist ja auch wahnsinnig viel ehrenamtliche Power, die hinter solchen Projekten Dritter steht, die dann brach läge, und da versuchen wir schon, was hinzukriegen. Aber richtig böse Kritik habe ich bis jetzt noch nicht so viel gehört. Ja. Vielleicht kommt ja noch Kritik. Ja. Ich wollte noch was über Ihre persönliche Karriere erfahren. Sie sind ja sehr früh in eine Partei eingetreten. Hätte das ohne Partei eventuell ähnlich ausgesehen? Oder bei den ganzen Sozialdemokraten, die mich gefördert haben, war die Partei eigentlich, wäre die Partei eigentlich fast immer schädlich gewesen. Also, aber es ist ja eine Mitte. Nein, also ich glaube, dass dieser Bereich, sich über die Politik in diesen Grenzbereich zwischen Administration und Politik zu bewegen, einfach zu wahnsinnig vielen Kontakten geführt hat, die dann vielleicht irgendwie auch zu dem Menschen vorgedrungen sind. Und irgendwann hat einer gesagt, na, der kann das vielleicht. Ja? Also ich bin nicht so furchtbar parteisoldatisch. Ich habe wahrscheinlich 25 Kreisparteitage geleitet oder so etwas. Aber dass ich mein ganzes Leben immer nur danach orientiert hätte, was meine Partei in dieser Situation gesagt hätte, das kann ich nicht beobachten. Aber es nützt, wenn man diese Offenheit auch für politische Vorgänge, ist ja völlig egal, wofür man sich nun entscheidet in unserem doch sehr friedfertigen Parteienspektrum. Die wollen ja alle irgendwie dasselbe, Gute, Richtige, wollen uns voranbringen. Aber dass man sich überhaupt da engagiert, ist, glaube ich, hilfreich. Ja? Also es war nicht schädlich, sage ich so. Ja, es ist vielleicht Staatssekretär wäre ich vielleicht nicht geworden bei Walter Hirsche, wenn ich bei der SPD gewesen wäre. Nee, aber die Frage kann man natürlich auch noch so wenden, dass es nicht die Frage danach ist, ob es gut war, dass Sie in der FDP waren, sondern dass Sie überhaupt in der Partei waren. So, das also, würde ich schon sagen. Also dafür könnte ich auch immer werben, weil es nützlich ist. Wir leben in einer Gemeinschaft und die muss in irgendeiner Form organisiert werden. Wir haben kein besseres System, als es über Parteien zu machen. Und die Parteien haben im Grundgesetz eine ganz vorzügliche Stellung. Das wird oft übersehen. Das Grundgesetz weist den Parteien das Gestaltungsmoment überhaupt zu in unserer Gesellschaft, und das soll man ernst nehmen. Dann soll man sich darum kümmern, was die tun. Herr Präsident. Jawohl. Ich hätte eine Frage, die sich da vielleicht ein bisschen anschließt. Parteien haben Sie ja gerade erwähnt und gelobt, und trotzdem gibt es ja irgendwie so eine gewisse Parteiverdrossenheit. Die Politiker sind nicht so beliebt, die Wahlbeteiligungen gehen zurück. Irgendwo waren jetzt Kommunalwahlen, 46% Beteiligung. Das hat ja auch irgendwie mit den Menschen zu tun, die Politiker sind und werden. Und was mir immer so auffällt, es gibt relativ viele junge Leute, die unmittelbar nach ihrer Ausbildung direkt den Weg in die Politik suchen. Also sehr, sehr junge Abgeordnete, die sonst vom Leben nichts gesehen haben. Was halten Sie von diesem Berufsweg, Berufspolitiker? Nichts. Das ist leicht gesagt, weil ich Gott sei Dank eine andere Entwicklung nehmen konnte. Es ist halt so, wer sich für die Politik früh entscheidet, wird erleben, dass er mit Haut und Haar beansprucht wird. Es ist leider Gottes ein anstrengender, auch von viel persönlicher und emotionaler Beteiligung beeinflusster Beruf. Keiner kann sich eigentlich richtig freuen, heutzutage in der politischen Auseinandersetzung zu stehen. Gleichwohl kann ich immer nur sagen, es ist ganz, ganz wichtig, dass jeder, auch der sich für Politik interessiert und glaubt, dort auch berufliche Perspektive zu finden, dass er auf eine eigene berufliche Grundlage steht. Denn man muss eigentlich dazu kommen, auch in Deutschland, dass der Wechsel aus der Politik in einen anderen Bereich und umgekehrt, dass die Durchlässigkeit wechselseitig viel größer wird. Das haben uns andere Demokratien vorgemacht. Das funktioniert sehr gut. Und ich glaube, wenn die Durchmischung der Gesellschaft insoweit besser funktioniert, dann wird auch dieser furchtbar schlechte Ruf, den viele Politiker, wie ich finde, zu Unrecht genießen, denn sie tun etwas für die Gemeinschaft. Natürlich tut jeder auch etwas für die eigene Eitelkeit, vor allem wenn man mit Macht ausgestattet ist. Da ist man immer versucht, sich zu verabsolutieren in der Situation. Ich bin dafür, dass diese Durchmischung besser funktioniert und dass Sie zum Beispiel jetzt gewissermaßen sofort in den Bundestag und ja, Sie, da weiß doch dann jemand, wie man Hochschulpolitik macht, wenn man schon mal ein paar Jahre eine Hochschule geleitet hat.
Ja. Sozusagen ein kleiner Hoffnungsschimmer war ja damals der Kulturstaatsminister Nida Rümelin. Hat ja nicht funktioniert, ne? Der steht aber wieder in Startlöchern, denn die SPD in Bayern macht ja vielleicht was und vielleicht auch in Berlin passiert was. Ja. Also das habe ich gehört, Gerüchte. Aber das ist völlig klar, das ist funktioniert in Amerika natürlich unglaublich viel besser, die Durchlässigkeit und damit sozusagen, dass die Politikertypen einfach nicht diese spezifische Typologie ausbilden, die natürlich vielen Bundesbürgern ab und zu auf den Keks geht. Das sagen Politiker manchmal auch selber, dass sie dann so eine gestanzte Redeweise haben und dass dann die Quereinsteiger viel frischer reden können, viel eher gehört werden. Es hat ein Politiker mal erklärt, der gesagt hat, ja, wenn ich die gleiche Rede einfach 10-mal am gleichen Tag halte, dann kommen einfach immer wieder dieselben Phrasen raus. Das gehört auf der anderen Seite muss ein Politiker, das habe ich an Ernst Albrecht so bewundert, man möge mir das nachsehen, immer wieder seine Botschaften, wo auch immer er ist, immer wieder wiederholen, leicht abgewandelt, weil das ist eben die politische Botschaft. Man muss einen Kanon haben, 3, 4, 5 Punkte, die man immer wieder, weil das ist die Linie dann, an der sich dann eine Politik entlang und in der Verästelung in die Fachbereiche entwickelt. Das muss alles, denke ich, auf einen Kurs geführt werden können. Und das kann auch nicht jeder. Und deswegen ist auch nicht jeder geeignet in der Politik. Da muss man auch diese, sagen wir, intellektuelle Lust sehr stark zurücknehmen, immer wieder aufs Neue brillant zu wirken, sondern man muss auch immer wieder das Gleiche wiederholen. Das würde mir schwerfallen auf die Dauer. Ja, darum sind Sie vielleicht ja auch nicht mehr in der Politik, sondern hier in der Kulturpolitik. Nicht mehr so ganz nah, Meine Damen und Herren, haben Sie noch weitere Fragen irgendwelcher Art, Bemerkungen? Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich jetzt noch drei angenehme Dinge zu tun. Das erste ist, dass ich das Mikrofon nicht runterschmeiße. Das erste ist, Herr Wehrlein, dass ich Ihnen ganz herzlich danken darf. Ein wunderschöner Vortrag, wunderschön hier passen zu dem. Dankeschön. Eine kleine Erinnerung von uns, die Leibniz-Universität Hannover dankt Ihnen. Das ist sehr schön, dass Sie hier waren. Das Zweite, ich möchte Sie aufmerksam machen auf eine Veranstaltung oder Veranstaltungen, die hier im thematischen Umfeld sind, Jobchancen für Geistes- und Sozialwissenschaftler. Ja. Das gibt einige Veranstaltungen ab dem 6. November, 20., 27. und 11., 12. Sie können das sehen, es sind womöglich noch weitere solcher Blätter da. Und schließlich als Letztes darf ich Ihnen ankündigen, dass es hier im Foyer draußen noch Tische gibt und es gibt auch Wein dort. Leider kann ich das nicht so formulieren, ich lade Sie ein, dort hinzukommen, sonst wird es so klingen, als würden wir den Wein zahlen. Wir sind eine öffentliche Einrichtung, haben das Geld nicht dafür. Es ist eine, wie man im Amerikanischen so schön sagt, eine Cashbar. Also wenn Sie ein paar Euro haben, können Sie auch dort ein Glas Wein und ein Glas Orangensaft vermutlich kaufen. Es wäre schön, wenn viele von Ihnen noch kommen, dass Sie die Gespräche untereinander und mit uns auch fortsetzen können. Ich danke Ihnen sehr, meine Damen und Herren, dass Sie hier waren an diesem Abend. Das war ein sehr schöner Abend und natürlich selbstverständlich, Herr Wehrlein, haben Sie nochmals herzlichen Dank.